Alrighty, sehr liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti. Wir sind wieder auf Server W53 und da gucken wir uns mal wieder an, wie der Server so abgeht, wer noch aktiv ist und vor allen Dingen, wer von den Players to Watch noch aktiv ist. Das letzte Mal haben wir uns den Server angeguckt am 22.04. ungefähr und das Lustige ist, damals war der damalige legendäre Dungeon zu Ende, jetzt ist der aktuell legendäre Dungeon auch zu Ende gegangen. Von daher haben wir einen wundervollen Rahmen an dieser Geschichte und wir wollen gleich mal anfangen. Wir gucken erstmal auf den Server. Da ist nämlich, glaube ich, ein bisschen was passiert. Ich will vor allen Dingen mal bei den Gilden gucken. Eine Gilde fehlt hier oben. Ja, Kite Shelter. Die sind jetzt Rang 8. Pleasures Rang 2, zweite Legion. Rang 1 Tavernenflotte auf der 3. Da ist ein bisschen was passiert. Da ist wohl eine Fusion vonstatten gegangen zwischen Kite Shelter und Pleasures. Wahrscheinlich sind jetzt in Pleasures die stärkeren Leute, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. So. Also, ja, Usaria war zuletzt auch noch weit oben. Die sind jetzt Rang 6. Und die Pilze in Harzer, die gibt es zum Beispiel gar nicht mehr? Oder die haben sich umbenannt? Keine Ahnung. Die zweite Legion hält sich aber an der Spitze. Das ist schon mal ganz gut, weil die Gilde hat uns ja hier, ja, wir haben ja die halbe Gilde in den Players to Watch gefühlt. Deshalb, ja. Also, man sieht, in 2,5 Monaten kann da einiges passieren. Gilden können komplett von der Bildfläche verschwinden. Andere Gilden können stark nach vorne kommen. We Legions waren letztens 6., sind jetzt 5. Eternal lese ich gar nicht beim letzten Mal. Also entweder die haben sich umbenannt, ja, Pilz in Harzer in Eternal, aber bin mir nicht sicher. Wir können mal suchen. Danny, was ist passiert? Danny inaktiv. Danny war der Gildenleiter von den Pilz in Harzern. Hier, der ist, ja, ne. Keine Lust mehr gehabt. Keine Ahnung. Also die Gilde hat sich wahrscheinlich aufgelöst. Krass, ne? So schnell kann es gehen. Players to watch. Let's go. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich gucke mir ja wieder den letzten Part an. Und Arcadia Miran. Da haben wir schon die zweite Legion. Krieger auf 384. Da ist einiges passiert. Ja, wieder mal. Zuletzt war es 350. Das Sammelalbum ist um 4% stärker geworden nochmal. Wir haben auf jeden Fall neue legendäre Items. Ich sehe eigentlich komplett alles neu an Legis. Wir sehen hier auf jeden Fall auch die Kristalle. Wir sehen hier auf jeden Fall auch den Stone of Darkness. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das auch die neueste Waffe ist. Aber hier wurde auf jeden Fall wieder ordentlich gespielt. Das Schild wurde deutlich mehr attributiert. 14 Mal. Zuletzt war es, glaube ich, nur 10 Mal attributiert. Also Arcadia Miran, Etablatz, also das ist ein Top-Char, ja, muss man so sagen. Dann Asmisado, no, was passiert? Asmisado, okay, zumindest die Spelled Slippers noch mit drin. Uiuiui, von Level 228 auf 241 und jetzt inaktiv. Nein, der 5-Euro-Projektspieler. Er hat natürlich auch viele Chars, muss man auch so sagen, aber eieieiei. Gut, möglicherweise, man weiß es natürlich nicht, war ich auf dem Server, W53, altes Backend, neues Backend, bin mir gerade nicht sicher, wie die Performance auf diesem Server gewesen ist. Aber es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Spieler auch in diesem Zeitraum Chars aufgegeben hat, weil er sie einfach zeitlich nicht mehr geschafft hat. Asmidaso, wir nehmen ihn von der Liste. Balthasar aus der zweiten Legion. 346 war er zuletzt gewesen. Jetzt ist er 375, also auch ordentlich Level gemacht. Weil letztes Mal hat er, glaube ich, Farm Equipment drin gehabt. Jetzt ist er auch voll legendär. Auch die Kristalle hier wieder am Start. Da ist auch einiges passiert. Er ist Rang 40, er hält sich in den Top rein. Sein SA ist auch um 4% gestiegen.
stark unterwegs, der Balthasar aus der zweiten Liga. Und dann kommen wir zu Birkenburg. Birkenburg ist jetzt wieder ein neuer Spieler in dem Blaise Ward aus der zweiten Legion. Das ist einfach verrückt. Die Gilde ist einfach meine Players to Watch. Muss man so sagen. Ja, also hier sehen wir auch Legis am Start. Keine neuen. Also ich habe jetzt keinen Vergleich. Hohes Level mit 384. Sein Ziel ist, bester Bogenschütze zu sein auf dem Server. Und er spielt übrigens auch auf W55. Gut, er macht jetzt Dungeon Stop. Ja, im Level. Ich weiß nicht. Ich denke, manche würden sagen, auch ein bisschen ehren, aber es macht eigentlich ja schon Sinn, dass man auch, sage ich mal, bis 300 zur XP-Bremse oder bis zum XP-Cap eigentlich auch Dungeons macht in der Theorie. Aber ja, dann werden die Level jetzt nicht mehr so stark steigen, aber ja, auch stark unterwegs, Top-Spieler auf dem Server hier. Kommen wir zu Esther Rosa. Auch zweite Legion, also nee, was habt ihr auch anderes erwartet? Hier haben wir aber tatsächlich mal einen Spieler, Berserker 348 zuletzt, jetzt 364. Legt noch die Top 100, damals war er Top 36. Hier sieht es jetzt nicht so aus, als wenn er legendäre Items gefarmt hätte. Möglicherweise im Urlaub gewesen, möglicherweise aber auch einfach keine Lust gehabt, den zu spielen. Also bei einem gut Free-to-Play hätte man sicherlich auch zwei Legis sammeln können. Aber ja, es muss ja auch nicht sein. Er ist trotzdem aktiv, kein Problem. Ja, man kann es ja auch ein bisschen entspannter spielen. Ja, kein Problem, ja, muss ich so sagen. Oh, und ja, da kommen wir zum nächsten. Oh, der Gegner von Asmidado, der hat auch aufgehört, der Firestorm. Firestorm, noch bis 227 gespielt, er war 197. Er hätte mit Asmidado super gut weiter fighten können. Aber hier sieht es auch so aus, als wenn er nicht mehr spielt. Schön ist, dass er immer noch mich hier auf YouTube pusht. Aber er scheint nicht mehr aktiv auf dem Server zu sein. Schade, Firestorm. Aber vielen Dank für die Werbung. Dankeschön. Und der nächste, Agamel, er war bei den Schattenlauschern mit 285. Ist sogar noch auf 321 gekommen. Da ist richtig was passiert noch mit seinem Char. Er hat seinen Char richtig gut gepusht und ist jetzt aber auch gildenlos und möglicherweise okay, also Schattenlauscher war er bis zum 6.5. und Team Zero war er auch, aber ist jetzt da nicht mehr. Gibt's die Gilde noch oder nicht? Das will ich jetzt gerade mal gucken. Team Zero, doch, die Gilde gibt's, aber er ist anscheinend inaktiv gegangen. Ist übrigens auch der Zuschauer dabei. Ha, ist ja lustig, welche Zufälle es hier gibt, aber nein, er scheint auch inaktiv zu sein, der Gargamel. Das ist natürlich schade. Das ist sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ja. Er hat seinen Char echt noch ziemlich weit nach vorne gebracht. Müssen wir mal so sagen. Okay, kommen wir mal jetzt zu, ja, sag ich mal, zu einem Gemüse, was meine Tochter sehr gerne isst. Die Gurke. Von 345 auf 380 hochgekommen, der Junge. Boah, der hat gepusht. Der hat richtig gepusht. Ja, also die Werte hier sind auch sehr, sehr stark von den Skills. Wir sehen hier, den Forbidden Knowledge Buch. Oh, sehr, sehr schön. Sein Char auch komplett neu legisiert, möchte ich sagen. Also da ging gut was rein hier bei ihm. Jetzt Top 14, also so ein Top Char hier unterwegs als Magier. Sehr stark. Gefällt mir. Also hat richtig geil gepusht und der zweite Legion halt, ne? Dann Hammer. Von 293 auf 297 inaktiv gegangen. Ja. Hammer den nächsten erwischt, den wir löschen müssen. Aber jetzt kommen wir zu Imps. Und Imps spielt weiter. Aber nicht mehr bei den Beobachtern, sondern bei den Space Nuts. Das ist auch ein geiler Name. 297 war er zuletzt. Er ist jetzt 327 und ja, spielt hier schön mit. Wir sehen auch ein Legi. Aber wahrscheinlich ein bisschen Free-to-Play gemacht oder sowas. Er hat seine ganze Spieltaktik hier nicht mehr drin stehen. Er spielt, glaube ich,
Hauptsächlich halt die Alu und PET. Also über Pilze, den Rest nicht. SA hat da trotzdem 5% on top bekommen. Also von daher, ja, gut, ist jetzt hier Rang 1218. Vorher war er schon mal höher gewesen. Ich denke, er ist von der Stärke des Jars auch höher, als was dieser Rang betrifft. Aber trotzdem stark dabei. Ja, der Kollege. Und ja, er war mit Nikes zusammen bei den Beobachtern. Nikes ist aber gar nicht mehr aktiv anscheinend. Nikes inaktiv gegangen, deshalb nehmen wir gleich mal raus. Dazu kommt aber noch Mangokran. Und Mangokran war beim letzten Mal, war er gar nicht dabei. Okay, Mangokran. Ich weiß gar nicht mehr, wann er sich beworben hat oder wie. Ach nein, er war Onka. Hat sich umbenannt. Da müssen wir mal bei Onka gucken. Onka. Ja, bei Goldring. 258. Boah. Er hat sich nicht nur umbenannt, er hat doch Level gepusht. 258. 327. Bei Goldregen nach wie vor im Start. Sein Char ordentlich gepusht. Wir sehen hier auch einige Legi-Runs, die er gemacht hat. Definitiv auch gut der Char vom SA mit 90%. Der war auch vorher bei 85%. Also hier ist richtig was passiert. Und ich sehe auch, dass er beim letzten Mal keins dieser Legis zur Verfügung hatte. Also ne, da sind ein paar Pay-to-Win-Pilze geflossen an dieser Stelle. Ja, jetzt müssen wir aber nochmal in meinem alten Video zurückgehen, nämlich zu Olaf Scholz. Olaf Scholz war 319, ist jetzt 358, hat sich auch komplett ausgerüstet mit Legis, hat den Würfelbecher. Oh, aber ich muss schon echt sagen, das sind richtig geile Items. So, also das ist schon sehr, sehr fett. Der Würfel sieht auch sehr nice aus. Olaf Scholz hat hier keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. 4% SA gepusht, ist mit seinem Char jetzt Rang 75, damals war er 174, ist da ordentlich nach vorne gekommen, hat auch gut gepusht, der Kollege. So, und ja, Olaf Scholz hat auch geschrieben, dass seine Ex Angela Merkel sei. Also, von daher sind alle Fragen geklärt, würde ich mal behaupten. So, dann kommen wir mal weiter. Hashi, zweite Legion, damals Level, auch was war er denn? 300, jetzt kann ich es lesen wegen den Untertiteln, 140, jetzt 374, hier ist auch einiges passiert, er war vorher Full Legi, ist jetzt wieder Full Legi, hat sich neu ausgerüstet, kompletti, und SA auch 4% bekommen, kriegt gute Skills, ist auch ein Spieler, der in den Top 30 unterwegs sein kann, als Battle Mage. Jetzt in der Ehrenhalle ein bisschen zurückgefallen, aber wahrscheinlich nur, weil er nicht darauf achtet. Dementsprechend, er könnte, wenn er wollte, ordentlich nach vorne pushen. Pashi hat sein Char sehr, sehr gut gespielt des Weiteren, ja. Also, ja, kommen wir mal weiter zu Ronnier, auch zweite Legion, 349 war er gewesen. Hier sehen wir auch gleich wieder alle Items am Start. Er ist, er kämpft hier auch als Magier. Mit dem anderen Magier, den wir vorhin gesehen haben. Also die Werte sehen auch richtig, richtig gut aus. Ist auch top dabei. SA wieder fast 4% on top bekommen. Also hier haben alle Spieler wirklich sich richtig ins Zeug gelegt. Der nächste, wir können gleich zum nächsten gehen, weil jetzt einfach, was soll ich sagen? Schaufler, Level 338 gewesen. Jetzt ist er. Warum habe ich ihn übersehen das letzte Mal? Warte mal. Ach hier. Jetzt ist er 371 ebenfalls. Ja? Also der hat sogar noch alle Bemerkungen. Ach, gute Destruide hat vielleicht ein paar Dungeons gemacht. Ja. Nicht ganz Full Legi. Nicht ganz so viele Tries gemacht. Trotzdem aber vom Level echt weit vorgekommen. Gut gepusht. Aber man muss jetzt sagen, von der Stärke des Chars sind da ein paar Leute noch besser unterwegs. Aber das ist gar nicht schlimm. Ja. Ist ja kein Wettbewerb. Die sind ja alle in einer Gilde. Und unterstützen sich dort auch gegenseitig. Weiter so. Schako kommt als nächstes. Er war 230 bei Goldregen. Goldregen haben wir von Onka gesehen. Mangokran. Schako inaktiv gegangen. Schade. Und das als ein Spieler, der auch Free-to-Play gespielt hat. Und schade. Also diese ganzen Free-to-Play-Spieler, die wir wirklich gelobt haben, die haben es nicht durchhalten können. Jetzt hier
auf diesem Server, warum auch immer. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Die meisten haben wenigstens ein halbes Jahr lang gespielt. Das ist schon extrem. Also so viel Geduld hätte ich gar nicht, das zu schaffen. Aber es ist halt wirklich, wirklich schade, weil dieser Server war halt immer sehr, sehr besonders, weil wir richtig viele stark spielende Pilzer unterwegs hatten, aber auch starke Free-to-Play-Spieler. Und die Free-to-Play-Spieler, da sind jetzt viele weggefallen, leider. Kommen wir also zum nächsten. Simon774. Ja, war bei Pleasures, ist nach wie vor bei Pleasures, hat auch 29 Level gemacht auf 350, war vorher 321. Er hat 2 Ligis am Start, möglicherweise Free-to-Play gespielt. SA hat er aber auch 4% bekommen, also auch hier ist der Char gut nach vorne gekommen. Ja, wahrscheinlich ein Spieler, der um die Top 200 kämpfen kann, definitiv. Aber jetzt hier gerade ein bisschen weiter hinten ist. Wegen, ja, wahrscheinlich einfach nicht viel angegriffen. So, und wenn wir schon mal einen aus einer anderen guten Gilde hatten, kommt gleich wieder einer aus der zweiten Legion, Sir Daviel. Nochmal einer, der im Level auch richtig nach vorne geprescht ist. 351 auf 384 mit dem, also als Krieger, mit auch sehr, sehr starken Werten. SA sieht top aus. Wir sehen hier wieder alle Ligis am Start. Da wurde nichts ausgelassen. Also die Spieler, die betteln sich da teilweise selber einfach mal komplett gegeneinander. Genauso wie, ja, ich sagen muss, dass Telco ein Assassine war, den wir, Telco war glaube ich ein Assassine, ja, der auch recht ordentlich mitgespielt hat, der hat sich anscheinend gelöscht. Schade, schade. Auch die Assassinen, wir hatten Recall, Telco, die Assassinen, die am Anfang sehr, sehr stark unterwegs waren, da ist leider jetzt nichts mehr wirklich vorhanden. Das war auch noch ein Punkt, warum ich den Server so nice fand. Schade, schade Marmelade, dass das jetzt so ist, wie es ist. Aber kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern, müssen wir weiterleben. Kommen wir zu Torpedo. Torpedo aus einer Gilde We Legions. Er war bei Kite Shelter gewesen und ist jetzt bei We Legions. We Legions haben wir gesehen, ist ein Platz nach vorne gekommen. Also ein Top-Spieler, den die da bekommen haben, muss man sagen, der war ja vom Level 364, ist jetzt auch 385, ganz, ganz vorne mit dabei, der Kollege. Man sieht es auch wahrscheinlich an den Skills. Ja, ist auch in den Top 10, Top 15 dort dabei. Ich würde auch behaupten, dass das alles neue, frische Legis sind. Ich glaube den Code, den hat er, ich glaube, bei hier hat er nichts gefunden. Also ein Slot. Aus der Schale. Bitter für ihn. Trotzdem. Ja, also ist schön, dass wir auch Top-Spieler aus anderen Gilden dabei haben. Aber natürlich ist zweite Legion my favorite. Muss man einfach so sagen. Kommen wir mal zu Trivo. Und da haben wir wenigstens noch einen. Einen Assassinen. Trivo war bei den Pilzen in Harzahn, ist jetzt bei Eternal. Eternal haben wir gesehen, glaube ich, Rang 4. Also auch eine Gilde, die profitiert hat mit einem Top-Spieler. Ja, der Assassine, der jetzt hier noch die Kante oben hält, 373, er war 345 im Level. SA 5% nach vorne gekommen. Hier fehlen so ein bisschen die Legis. Hier ist dann nicht so viel passiert. Weshalb er da vielleicht einen kleinen Rückstand auch hat gegen den ein oder anderen Top-Spieler, aber ist trotzdem richtig gut dabei. Also ne, Fahne, die Assassinenfahne hält Trivo auf jeden Fall oben. So, wieder war bei und die Crew mit 291, haben wir ihn zuletzt gesehen. Ja, ist jetzt nicht mehr dabei. Schade, hat er was geschrieben. 10 vor 10, 15, auch 12, inactive. Hat sich wenigstens die Zeit genommen, um das auch nochmal reinzuschreiben. Tschüss, wieder, es war schön und Frio. Frio Shio, er hat 8 Level gemacht. Inaktiv auf diesem Server hier war mein Free-to-Play-Account. Jetzt haben wir es offiziell. Er hat aber noch 8 Level gespielt. Wir verabschieden Shio auf W53. Und gucken nochmal abschließend in die Hall of Fame hinein, einfach um zu gucken, wen wir da noch so haben. Ja, okay. Der Bug existiert leider immer noch. Ein bisschen schade. Das Silber also auch noch dabei. Mit einem Zitat von Star-Lord aus Avengers. Zombie auch noch dabei. Sehr, sehr gemischt.
die Hall of Fame. Also der WW 53 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Krieger-Server. Nach wie vor, vielleicht sogar noch stärker im Verhältnis. Wir haben noch einen Assassin auch weit vorne. Gut, Zombie als Kundschafter, da muss jetzt Birk dagegen halten. Birk will ja der beste Kundschafter werden. Hat einen starken Gegner. Ja, aber auch Magier weit vorne. Also wir kennen viele Server, wo die Magier ganz spät erst kommen. Die haben sich hier auch gut hochgespielt. Wir sehen derzeit 7 Magier in den Top 30. Das ist stark. Also nicht so zu erwarten. Auch wenigstens einige Battle Mages dabei. Also klar haben wir auch Berserker dabei, Druiden. Druiden fehlen, aber das ist auch auf vielen Servern so. Dämonenjäger fehlen natürlich auch. Das könnte sich auf den neuen Servern ein bisschen anders bewirken. Bolo, derzeit der stärkste Dämonenjäger, der jetzt natürlich vom Buff etwas profitieren könnte. Knarf kurz dahinter. Kunsch. Es ist alles irgendwo da. Schön bunt gemischt. Also, ich habe das Gefühl, W53 ist nach wie vor ein sehr starker Server. Wir haben natürlich Spieler verloren. Das ist ganz klar. Server, wie gesagt, ist jetzt deutlich, also über ein Jahr alt, bald über ein halbes Jahr alt. Leider viele Free-to-Play-Spieler verloren gegangen, was aber wahrscheinlich auch normal ist. Und abschließend lesen wir jetzt nochmal Worte von Zweite Legion Balthasar. Ihr wisst nicht, wer die Zweite Legion ist, dann setzt euch zu mir ans Feuer und lauscht meinen Worten. Lasst den Schlauch herumgehen. Genießt den Wein, meine Kameraden. Ja, also Schlauch ist hier ein Trinkschlauch, ne? Nicht falsch verstehen. Vor 700 Jahren, kurz nach der Gründung des Kaiserreichs Askiers, hat der ewige Kaiser Askanon, mein Vater, die 13 Kriegslehnen ins Leben gerufen. Darunter auch die Bullen, die schwere Infanterie, der Stolz des Reiches. Die Geschichte der Zweiten Legion geht weit zurück, 500 Jahre nach dem Beginn der Herrschaft des Kaisers. Vor 200 Jahren wurde die Legion mit dem Auftrag, neue Reiche zu erschließen und diese zu schützen, losgeschickt. Allerdings kehrte kein Bulle zu seiner Familie zurück. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass dies auf dem Verrat einer Eule, ganz wie meine Wendigkeit, zurückzuführen ist. Das ist hier Mickey? Mickey TV? Da bist du ein Dachs. Dadurch wurde der Auftrag erfolgreich ausgeführt. Die Legion hat den Ruf, dass sie in der Schlacht ungeschlagen ist. In 3 Monaten wurde die zweite wieder ins Leben gerufen. Babypause dazwischen. Genau. Die Erschließung der neuen Lande auf P53. Also seit Februar. Was ihr hier seht, ist das erste Horn der Zweiten Legion. Die 50 stärksten, schnellsten und klügsten Krieger des Kaiserreichs. Die Legion steht wieder vereint und Bullen in Plattenharnischen marschieren nicht, um aufgehalten zu werden. Angetreten, Legionäre, wer sind wir? Die Zweite Legion. Was sind wir? Standhaft. Wo stehen wir? Auf dem Boden, von dem wir nicht weichen. Wohin gehen wir? Zu den Göttern mit Askia, dem Kaiser, unserer Ehre und der Pflicht. Die Legion dient dem Schutz. Allerdings werden wir auch über die Knochen unserer Feinde marschieren, auf dass unsere Feinde vor uns zittern und unsere Freunde mit uns saufen. Perfekt, das passt zu Shakespeare Fidget. Ich glaube, der Gorgos hätte sich hier richtig gut drin gesehen. Also, wenn die da einen Dämonen mal so quasi als Austauschkrieger akzeptiert hätten. Der Schlachtruf, den Zweiten Legion, den wollte ich einfach nochmal gönnen, wenn sich der Balthasar schon die Mühe macht, uns zu informieren über die Zweite Legion. Also, Fazit habe ich, glaube ich, schon gebracht über den Server. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Das war auf jeden Fall nicht der letzte Part zu E53. Denn wir müssen ja auf jeden Fall schauen, wie es da weitergeht. Ne? Ansonsten war es das erstmal von mir. Haut rein, macht tschüss und servus. Euer Basti.